Hey, ihr Robonauten, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von RoboQuest. Und Freunde, wenn ihr euch jetzt fragt, ja, was macht denn der Gigantus Pornorhysus da in der Garage, dann lasst euch eins gesagt sein, ich bin hier derzeit auf der Suche, beziehungsweise will mir richtig viel Credits verdienen, und da habe ich mir gedacht, da holst du doch mal wieder den Gigantus Pornorhysus raus, weil früher könnte man mit seinem Megabot ja locker pro Runde, die man gespielt hat im Classic-Modus, so 300 bis 500.000 Credits zusammenkratzen, ne? Das funktioniert jetzt leider nicht mehr, man bekommt bloß noch zwischen 100 und 200.000 Credits, was sehr schade ist. Von daher verlängert sich für mich jetzt die Zeit, bis ich meinen neuen schönen Heilbot hier zusammengespart habe, natürlich etwas. Aber was mir aufgefallen ist, seitdem ich jetzt mal wieder mit dem Megabot gespielt habe, das Ding ist extrem schnell. Also irgendwas muss FreeGem hier an den Mega Wheels gemacht haben, weil der Gigantus Pornorhysus, der geht jetzt gerade ab. Wie so ein Flieger. Also der hat richtig Geschwindigkeit drauf, und da habe ich mir gedacht, Mensch, das musst du den Leuten nochmal zeigen, das kannst du dir nicht vorenthalten. Von daher habe ich mir gedacht, machst du doch mal wieder eine schöne Aufnahme mit dem Gigantus Pornorhysus. Mittlerweile kommt man auch schon wieder richtig schnell in so ein Classic-Game rein. Ihr seht das jetzt schon, wir sind jetzt auf Warteposition Nummer 3 mit unserem Megabot. Jetzt schon auf Warteposition Nummer 1, von daher geht es auch richtig fix, bis das Game startet. Und das freut mich natürlich immens, weil so kann man jetzt auch mal wieder realistisch gesehen wieder beide Modusse spielen. Ne? Zum Anfang, wo der neue Battle-Mode rauskam, da hat man ja nur noch diesen Battle-Mode gespielt, da niemand Classic gespielt hat. Ne? Und ja, vom Prinzip her war es ja genau dasselbe wie vorher, es gab auch nur einen Spielmodus. Jetzt mittlerweile hat man zwei vernünftige Spielmodusse, wo man auch mal zwischendurch switchen kann, falls einem einer zu langweilig wird. Ist natürlich super schön. Und Freunde, ich muss euch eins sagen, ich war gestern beim Döner, und da habe ich einen Döner gegessen mit so einer schwarzen Witwensoße. Und ich sage euch eins, macht es nicht. Falls ihr irgendwo diese Soße seht, macht euch das nirgendwo drauf. Nicht auf den Döner, nicht auf die Currywurst. Einfach mal nirgendwo. Das Zeug brennt nicht nur einmal, das brennt dreimal. Mann, was ist denn jetzt hier? Bewegt euch doch mal, so geht doch. Ja, das brennt nämlich dreimal, und zwar einmal beim Essen, einmal beim Verdauen und einmal, wenn er das Kram wieder loswerdet. Plasma Bomber spotted. Leckt mich am Arsch. Ich habe bestimmt anderthalb Tage lang Wamsrammeln hier von dem Zeug. Also, boah, nee, lasst es einfach, lasst die Pfoten davon. So, jetzt befinden wir uns hier im Spiel, und ihr habt ja eben gerade auch schon gesehen, wie der Gigantus Pornorhysus da so nach vorne abgegangen ist. Also der war richtig schnell. Da hinten haben wir jetzt auch schon den gegnerischen Megabolt. Ich habe zum Glück einen Heiler hier im Background, von daher kann ich jetzt hier auch den gegnerischen Megabolt auch losgehen. Ich nehme ihn auch richtig gut auseinander, werde jetzt auf ihn zubrettern, um ihn halt den Rest zu geben. Vorher nehme ich natürlich hier noch die Brotspinne auseinander. So, Junge, komm, flieg auseinander. Jetzt den Megabot mal wieder entwaffnet. Jetzt natürlich weiterhin das konzentrierte Feuer auf den Megabot. Wir wollen das Ding ja auseinanderfliegen sehen. Der muss zerstört werden. Dann haben wir die Runde eigentlich schon so gut wie gewonnen, wenn der schon mal weg ist. Weil, wenn der Gegner kein Megabot mehr hat und wir haben noch einen, dann wird es schlecht für den Gegner. Allerdings muss ich jetzt hier mal den Hubschrauber ein bisschen bearbeiten, dass er mal aufhört zu heilen. Ansonsten sitzt hier noch ein halbes Jahr dran und versucht ihn auseinanderzunehmen. Jetzt ist der Megabot in Arsch. War auch mein Frag. Weiter geht's jetzt hier mit dem Heilbot. Das wird nämlich mein nächster Frag werden. Und zwar genau. Mensch, na du, feil doch mal auseinander. Jetzt ist es mein nächster Frag. Und jetzt kommen noch die Brotspinne hier. Die nehmen wir auch noch schnell auseinander. Den alten Hund, den. Oh, ja, aber auf dich zu bewegen und ergibt dich deinem Schicksal. Jawohl, da ist auseinandergeflogen. Aber leider nicht mein Abschuss. Na gut, kann ich verkraften. Mittlerweile schon zwei Frags drinne für diese Runde. Jetzt haben wir hier vorne noch ein Plasma-Fluggerät. Das nehmen wir auch nochmal auseinander. Plasma-Fluggerät, Plasma-Fluggerät. Und da haben wir auch noch ein Fluggerät. Scouten wir das mal. Und dann holzen wir den nochmal richtig drauf. Oh, der ist schnell, der Junge, der ist schnell. Da muss ich nochmal ein bisschen zurück jetzt, um den treffen zu können. Versteckt sich jetzt gerade hier hinter den Brücken. So, da ist er. Ja, komm, Mann, gibt's doch gar nicht. Was der hier zwischen den Brücken hin und her fliegt, kratzt mich so ein bisschen an. Oh, jetzt nervt mich hier mein Heiler. So. Jawohl, Junge, leg dich da vorne mal hin und ergib dich dann deinem Schicksal. Entkommen tust du dem sowieso nicht, du bist so gut wie im Arsch. So, oh, ja, jetzt hat der Heiler sich natürlich noch den Freck geklaut, der Hund, der. Mann. Na gut, was soll es? Ballern wir jetzt einfach mal weiter auf die gegnerische Basis zu. Und oh, da haben wir noch einen Railwalker. Und den können wir auch noch schön schnell auseinandernehmen. Allerdings nicht mal einen Frack oder was. Wer hat denn eben gerade bitteschön dann hier Frack, wenn nicht ich? Ich war der Einzige, der auf den geschossen hat. Naja. Was soll es? So, schauen wir mal, was gibt es an Credits? Ja, hier 250.000. Wie gesagt, also für so eine geile Runde, die wir eben gerade gespielt haben, ist das echt nicht viel. Aber umgedreht muss man sagen, es geht auch relativ schnell, ne?
Ist einfach so, Freunde. Also ihr spielt ja nicht lange so im Classic-Modus. Das dauert halt bloß 2 bis 3 Minuten und dafür 250.000. Naja, ist, denke ich mal, eine bessere Credit-Jagd, als wenn man im Endeffekt sagt, man spielt den Battle-Mode mit T10. Da hat man ja manchmal auch nur 200.000 raus. Wenn man jetzt so halt normal spielt, also selbst mit der Brotspinne, wo ich halt wirklich viele Frags mache und viele Kills zusammenkriege und viele Destroy-Points und Capture-Points und was es nicht alles gibt, ne, sitze ich im Endeffekt auch dann so auf 200 bis 300.000 Credits. Was allerdings denn so meistens so 10 bis 15 Minuten dauert. Von daher, zum Credit sammeln ist das eigentlich besser. Früher war es noch schöner. Früher hat man, wie gesagt, gleich 300, 500.000 bekommen. Oh, naja, okay. Müssen wir jetzt halt mit leben, ne? Man muss sich in Gegebenheiten halt irgendwo beugen und das Beste draus machen. Ja, Freunde, was habe ich sonst noch so erlebt in letzter Zeit? Ich war gestern mal mit den Kindern so auf der Pfingstmasche gewesen. Und, naja. In 3 Stunden 70 Euro gelassen. Also meine Fresse. Da kostet ein Eis mittlerweile 2,50 Euro. Das muss man sich mal überlegen. 2,50 Euro für ein Eis. Also passt mal auf, wenn ihr nach Paris fahrt und ihr esst am Eiffelturm eine Kugel Eis, ja, da kostet die Kugel 3,80 Euro. In Paris ist die teuerste Stadt der Welt. Also Respekt, 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 sag ich mal, dass bei uns in der Börde ja auch schon 2,50 Euro für ein Eis verlangt wird. Nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob die vielleicht hier unseren alten Zuckerfabrikturm mit dem Eiffelturm verwechseln und deswegen denken, die können hier so viel Geld nehmen. Keine Ahnung. Ist irgendwo ein bisschen komisch. Ich habe mich tierisch drüber aufgeregt. Aber was ist, was macht man nicht alles für die Drecksplaken? So, jetzt geht's hier los. Die zweite Runde. The Battle for Fusion Valley. Und ja, wir brettern einfach mal direkt links lang. In der Hoffnung natürlich, da gegnerische Bots zu sehen. Aber so wie ich mich kenne und wie ich diese Map hier kenne, werden wir natürlich gar keine gegnerischen Bots sehen, sondern die werden alle andersrum fahren. Und dann wird das Spiel so ausgehen, dass man halt sagt, na, wer als erstes auf der Basis war und am schnellsten captured und vielleicht noch ein, zwei Bomber dabei hat, der wird das Spiel gewinnen. Das ist ja halt normal, ne, in dieser scheiß Ice Cave Map. So, den ersten von uns, den hat es schon mal zerledert. Das freut mich natürlich riesig. Das gibt uns richtig Vorteile, diese Runde dann im Endeffekt doch zu verlieren. Da oben haben wir jetzt einen gegnerischen Bomber. Ich schalte es mal schön dick auf den drauf. Und da haben wir auch den gegnerischen Megabot schon. Jetzt muss ich natürlich erstmal zurück. Ich kann mich hier nicht volle Kanone von allen beschießen lassen, dann gewinnen die definitiv das Game. Jetzt mal ein bisschen hier vor, versuchen den Megabot zu entwaffnen. Der geht relativ gut, aber der Hund, den geht's besser wie mir und der hat auch einen Heiler im Hintergrund. Das sieht nicht gut aus, wenn wir jetzt hier nicht gleich richtig Unterstützung kriegen von unserem Teamkollegen, dann nimmt uns der Megabot hier klassisch auseinander. Das wird passieren, das wird definitiv passieren. Wir haben hier zu wenig Unterstützung. Ich muss jetzt erstmal zurück, da ich keine Bewaffnung mehr habe. Oha, oha, also wenn die Jungs das jetzt hier nicht machen und richtig klarkommen, sage ich mal, dann wird das hier definitiv ein Lust. Jetzt sind mittlerweile schon wieder 2 Mega-SMGs dran. Aber ob das reicht, ich wage es zu bezweifeln, um diesen Megabot hier nochmal auseinanderzunehmen. Okay, er ist mittlerweile überhaupt nicht mehr bewaffnet. Ich versuche jetzt nochmal alles zu geben. Ich drücke auch mal seinen Heiler hier ein bisschen. Das ist, denke ich mal, erstmal das Wichtigste, dass der noch mit auseinanderfliegt, sodass der Megabot dann im Endeffekt nicht mehr geheilt wird. Aber, oh, na gut, mein Heiler leisten aber gute Arbeit. Das muss man ihnen lassen. Also ich bin jetzt hier relativ gut zurück in dem Spiel. Allerdings haben wir auch immens viele Gegner, die hier mitarbeiten. Und unser Team ist so gut wie im Arsch. Schlecht angefangen. Ganz gut nochmal gerettet, die Sache dann in der Mitte, so kann man sagen, aber am Ende dann doch ganz schön hart verloren. Naja, okay, nehmt doch mich dann jetzt bitte schnell auseinander, ich möchte dann bitte die nächste Runde spielen. Ich gehe mal auf Self-Destruct, aber bringt ja nicht viel, solange wie der hier mit seinem Laschenscheiß auf mich schießt, aber jetzt gleich müssten wir eigentlich auseinanderfliegen, ich hoffe es zumindest mal. Jawohl, da ist es doch auch schon passiert, schönes Ding, raus. Naja, ist halt eine Drecksmap, ne, kann man einfach mal nichts zu sagen, ich hasse diese Map. Weil so oder so läuft die beschissen. Auch wenn man die Wind läuft, sie beschissen, weil man meistens gar keine Gegner sieht, die einem entgegenkommen. Naja. Vergessen wir einfach das ganze Drecksding. Trotzdem noch 74.000 Credits abgeirmt. Oh, na gut. Davon können wir uns jetzt auch für 6 Millionen noch kein Highbird leisten. Ne? Da müssen wir ganz schön lange spielen, wenn das immer so weiterlaufen würde. Aber im Endeffekt muss man sagen, früher war es ja auch nicht anders. Ne? Früher musste man sich auch so mit 30.000 bis 60.000 durchhangen, um dann irgendwie den Megabot zusammenzusparen. Deswegen sage ich, das Ding war wirklich, das war echt Arbeit, dieses Ding zu bauen. Ja, also meine Fresse, ey. Ich meine, wenn man den Megabot erstmal fertig hatte, mit denen schon mal spielen darf, also über, wartet, wie viel waren es, 3.500 Flops kommt oder so. Dann ist das ja schon mal gar nicht so übel, dann geht's ja doch relativ fix, ne? Aber davor seid ihr einfach mal nur am Arsch.
Tja, naja, dritte Runde mit unserem Megabot startet dann gleich. Wir sind jetzt schon auf Warteposition Nummer 2. Müsste also demzufolge sofort losgehen. Ja, weil da startet dann auch die Runde. Wen haben wir denn alles dabei? Den Albacore 03, den Lurf, den FF 7700 Legendary, den T10 Medic. Und wir haben zwei Medics dabei, das ist schon mal sehr schön. Zweieinhalb Medics. Den Being Z Axis und den Robo 01. Im gegnerischen Team haben wir Xing Shang Shang, nochmal Xing Shang Shang. Good luck, have fine all. Der CH98B Survival, der Inbuilt, der ADAC. Oh, der ADAC ist auch mit dabei, verdammte Scheiße. Und der ADAC ist sogar ein Heiler. Eigentlich ein richtig cooler Name für den Heiler. ADAC hätte von mir kommen können, ne. Geil. Naja, obwohl der ADAC ist ja eigentlich fast gar kein Autoclub mehr. Das ist ja bloß noch ein Reise- und Reiseveranstalter und Werbeclub, so wie es stellenweise vorkommt. Also wenn ich mal so die monatliche ADAC-Zeitung bekomme, da steht ja nichts drin, außer reisen Sie doch mal hier hin zu überteuerten Preisen und reisen Sie doch mal hier hin zu überteuerten Preisen. Ja, ganz super. Also, danke, Jungs. Aber naja, was soll's. Für meine Auslandfahrten, die ich immer tätige, ist das gar nicht so verkehrt, wenn man beim ADAC ist. Da kann man nämlich relativ günstig sich die Vignetten holen und schon mal die Videomaut und alles klar machen. Von daher bleibe ich noch drinnen in dem Saftladen. So, wir spielen jetzt hier dieselbe Drecksmap nochmal, nur halt von der anderen Seite. Die ganzen anderen gegnerischen Bots fahren auch die andere Seite lang. Was heißt ja die ganzen anderen gegnerischen Bots? Die gegnerischen Bots fahren halt die andere Seite lang. Da drüben haben wir noch einen Waybot, der sollte wahrscheinlich hier irgendwie mal zurückbleiben und so ein bisschen auf seine Base aufpassen. Von daher nehmen wir den Kollegen jetzt einfach mal auseinander. Hier, ich zappe die Base mal ein bisschen an. So, Waybot. SMG Hover Spot. Ah, jetzt kommt noch ein Bomber zurück. Ja, Junge, da musst du schon mal ein bisschen näher rankommen. Ansonsten wird das hier nichts mit deinem Plasma. Aber bei den SMGs wird es natürlich auch nichts. Aber scheißegal. Wir stehen auf der gegnerischen Basis. Von daher, was wollen sie denn machen? Hä? Was wollen sie denn machen? Sie müssen hier rankommen. Ich warte. So lange tue ich schön eure Base capturen. Aber jetzt haben wir da drüben doch einen massiven gegnerischen Angriff. Einen Gegner konnten wir allerdings sofort ausschalten. Das ist natürlich sehr schön. Allerdings haben die bei uns auch schon Gegner ausgeschaltet, aber ich brettere jetzt hier mal gnadenlos rein, um dann mehrere T10-Bots vor mir zu haben, die ich natürlich jetzt exzellent aus dieser Entfernung auseinandernehmen kann. Aber ich glaube, da ganz hinten, da wartet der gegnerische Megabot. Der Heiler muss weg, der Heiler muss weg. Da ist auch der gegnerische Megabot. Ich habe allerdings zwei Heiler auf meiner Seite, von daher tue ich ihn bearbeiten, versuche ihn zu entwaffnen, versuche seinen Heiler wegzukriegen. Und da haben wir ihn auch schon gut in die Knie gezwungen, den Kollegen. Der kann nicht mehr viel machen, der wird gleich explodieren. Da ist es um den gegnerischen Megabot geschehen. Jetzt nehmen wir uns noch den hier vorne. Jawohl, auch schön auseinandergenommen. Der Kollege ist somit auch down. Ja, jetzt guckt der Blöde hier, Gegner. Aber jetzt guckt der Blöde, wa? Weil der Gigantus Pornorosus alles kann. Das ist nämlich eine richtige Killer-Maschine, Junge. Und seitdem der auch schnell ist, ist das eine schnelle Killer-Maschine. Jawohl. So, wie, was? Rehwalker, wo? Rehwalker. Nix, Rehwalker. Rehwalker soll mal herkommen, Junge. Kriegt Rehwalker mal richtig schön einen auf die Schnauze. Aber ist mir auch real. Ich schule mir jetzt noch ein paar Capture Points. Ich achte hier dem dämlichen Rehwalker nicht hinterher. Ist mir doch viel zu blöde. Soll er doch abhauen oder soll er doch zu mir kommen? So, hier hingedreht. Hier stelle ich mich hin. Hier bleibe ich. Wie war denn so der Spruch, Alter? Hier kann ich sein. Ja, siehst du, oder? Hier kann ich sein. Hä, was ist denn das für eine Scheiße? Warum? Hä? Wollte ich gerade sagen, warum kriegen wir jetzt keine Punkte? Warum verlieren wir jedes Mal die Punkte? Und vor allen Dingen, warum geht es das Spiel nicht zu Ende, obwohl der gegnerische Railbot eigentlich im Arsch ist? Das ist ja gut. Muss man nicht verstehen, muss man nicht wirklich verstehen. Warten wir doch einfach mal ab. Hallo, schöner Schraubär. So, Rufi fahren hier auf die Basis. Und Kling Team Victory. Schöne Sache, wir haben zwei Fracks gemacht, aber natürlich tierischen Schaden gemacht. Habt ihr gesehen da drüben, wie ich die ganze gegnerische Mannschaft so klassisch auseinandergenommen habe, ne? Oh, das war ein geiles Gefühl. So, gucken wir mal, was kommt hier raus bei der ganzen Scheiße? 214.000 Credits. Ne? Ja, für die kurze Spielzeit, Respekt, ist das nicht schlecht. Wer invited mich wohin? Frosty748 has invited you to a Peloton. Ja, warum nicht, Frosty? Hättest du mal ein bisschen eher gemacht, dann hätte ich jetzt mit der Aufnahme noch mit draufgenommen. Aber, na, jetzt muss ich das Ganze erstmal abbrechen, weil eine Viertelstunde ist schon wieder ganz schön lang. Gut, Freunde, wie immer würde ich mich freuen, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, über ein Like und ein Abo tue ich mich immer riesig freuen. Bis zum nächsten Mal, habt eine schöne Zeit und ciao!